Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Orakel hier auf meinem Kanal. Und ja, heute die Partie Tschechien gegen England. Ja, heute leider hier nur zwei Spiele, morgen wieder vier. Ja, morgen spielen die Deutschen gegen Ungarn. Ja, bin ich auch mal gespannt. Und dann schauen wir mal. Ich bitte um die Sticker, dass heute kein 0-0 ist. Also. Das erste Orakel war kein 0-0, war 0-0 zu 1 für Schottland. Und ich würde mal sagen, wir starten direkt in die erste Halbzeit. So, also ich denke, dass England gewinnt. Vielleicht ein knappes 1-0 oder vielleicht ein 2-0. Wir werden sehen. Mal gespannt, was ihr tippt. Und wir haben direkt hier. Ah ja, direkt mal ein Tschechen hier. Das ist natürlich doof. So, erstes Tor. Fängt ja schon gut an. Dann haben wir hier Spanien mit Rodri und Olmo. Dann haben wir hier Kroatien mit Vida. Dann haben wir hier schon wieder Tschechien. Das ist das 2 zu 0. Das geht ja mal ab hier in diesem Orakel. Und der letzte Sticker im ersten Stickertütchen ist hier Schweden Forsberg. Jawohl. Entschuldigung. So, dann kommt hier Stickertütchen Nummer 2 und dann ist die erste Halbzeit auch schon vorbei. Wir haben hier von der Türkei Tufan. Dann haben wir hier Dänemark mit Kier. Dann haben wir Nordmazedonien mit Ademi. Und dann haben wir England mit Mason Mount und das ist das 2 zu 1. Und der letzte Sticker ist hier Finnland, Radecki. Und dann war es das mit der ersten Halbzeit. Das fängt ja schon mal gut an hier. 2 zu 1, wenigstens kein Unentschieden, also 0-0 oder sowas. Aber vielleicht kommen ja noch ein paar Sticker hier von den Tschechen oder von England. Da bin ich mal gespannt jetzt. Und da würde ich auch gleich sagen, wir gehen in die zweite Halbzeit. So, auf geht's. So. Macht's England hier nochmal spannend oder bleibt's bei den Tschechen? Wir haben hier Ungarn, Soloi. Dann haben wir hier Kroatien, Vida und Lovren. Dann haben wir hier die Polen mit Kecioria. Dann haben wir Portugal mit Fonte. Und dann haben wir Schottland. Ryan Check. Und dann haben wir noch ein Stickertütchen für dieses Orakel. Und dann war es das. So, wir haben hier die Slowakei mit Pekarik. Dann haben wir hier Italien mit Chiellini. Dann haben wir Portugal, Guerreiro. Frankreich, Giroud. Und dann haben wir noch Österreich mit Perfan. Ja, also im Moment spielen hier die Österreicher. Es steht 0 zu 1 für Österreich. Und die Niederländer führen 3-0 gegen Nordmazedonien. Ich glaube ja. Ja. So, okay. Orakel zu Ende. Sorry für ja, dass ich gerade das Ergebnis hier gesagt habe.
Okay, das Orakel sagt, dass es 2 zu 1 für Tschechien ausgeht. Könnte ja vielleicht passieren, aber ich denke eher, dass die Engländer gewinnen. Ich bin mal gespannt, was ihr tippt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Orakel und haut rein.